Nach der gezielten Tötung von Hamas-Militärchef Ahmed al-Jabari wächst die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern. Mit der Tötung des Kommandeurs habe Israel das Tor zur Hölle geöffnet, erklärt der bewaffnete Arm der Hamas. Bei der Beisetzungszeremonie in Gaza-Stadt fordern Anhänger Rache für den Tod al-Jabaris. Die Ruhe und der Waffenstillstand sind nach der Ermordung von Kommandeur Jabari vorbei. Dafür ist die Besatzungsmacht verantwortlich. Unser Widerstand im Kampf gegen den Feind wird andauern. Israels Luftwaffe hatte den Hamas-Militärchef und seinen Leibwächter gezielt in seinem Auto getötet. Der israelische Inlandsgeheimdienst macht ihn für mehrere Terroranschläge gegen den jüdischen Staat verantwortlich. Israel reagierte mit dem Militäreinsatz nach eigenen Angaben auf die jüngsten massiven Raketenangriffe auf Ziele in Israel. Beim wechselseitigen Beschuss sind bereits zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Im Gazastreifen wurden bislang mindestens 13 Palästinenser getötet. In Israel sterben 3 Menschen, als eine vom Gazastreifen abgefeuerte Rakete in ihrem Dorf einschlägt. Der UN-Sicherheitsrat kommt angesichts der Gewalteskalation zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Dabei betonen die USA das Selbstverteidigungsrecht Israels. Die US-Botschafterin bei der UNO, Susan Rice, wirft der Hamas vor, mit ihrer Gewalt den Interessen des palästinensischen Volkes zu schaden. Die israelischen Streitkräfte erklären, das Land sei, falls notwendig, auch zu einer Bodenoffensive bereit.